Mit Ark Genesis 2 sind unter anderem auch die Strider ins Spiel gekommen. Ich persönlich habe die bisher ein bisschen unterschätzt und wir schauen uns heute mal alle Fähigkeiten an. Was haben die so drauf, wie funktioniert das Ganze und wie kann man das Ganze einsetzen? Moin, mein Name ist Nico der Profi, hier auf dem Kanal dreht sich alles rund um Ark. Wenn du darauf Bock hast, lass gerne ein Abo da und ich würde sagen, wir gehen direkt rein. Ich habe für euch hier ein paar Sachen vorbereitet. Ihr seht schon, wir haben 5 Strider hier am Start und ja, wir haben auch eine neue Kameraperspektive, denn ich bin umgezogen und das ist ungezogen, was du machst, mein junger Freund. Haben wir das auch geklärt. Fangen wir einfach mal basic an mit dem, was jeder Strider kann. Wenn wir uns jetzt hier raufschwingen, um ihn zu reiten, dann haben wir erstmal hier oben, ja, so ein Ding, das können wir einschalten. Beziehungsweise wir können es einschalten, nicht darauf zugreifen. Und dann seht ihr, ja, dann kommt so ein Wabern hier drumherum, so ein bisschen Elektrizität quasi. Und das ist ein Transmitter. Das heißt, das Ding können wir einsetzen wie einen Missionspunkt oder auch wie einen Obelisken. Dementsprechend können wir hier Sachen hochladen in die Ark-Daten, die dann auf sämtlichen Karten im Singleplayer verfügbar sind für uns, wenn das denn aktiviert ist. Oder eben auf einem Server, wenn ihr in einem Cluster spielt, ist es auf den verschiedenen Servern zugänglich, aber gleichzeitig auch eben auf dem eigenen Server. Das wird gleich nochmal interessant, warum das wichtig ist. Wir können außerdem hier unseren Überlebenden hochladen. Wie gesagt, wenn ihr in einem Cluster spielt oder das richtig eingestellt habt, könnt ihr auch direkt von Map zu Map traveln. Das ist auf jeden Fall auch mega, mega nice. Das ist so das, was er standardmäßig kann. Dann gibt es hier ein Schnellreisesystem. Also quasi, das geht ja auch mit Betteln im normalen Ark. Und das ist auch nochmal wichtig fürs Farmen quasi. Wenn man einen Strider im Space hat und einen in der Base, dann kann man einfach nackig bzw. mit der Tech-Rüstung eben hier schnell reisen. Wichtig dabei, dass man alle Gegenstände liegen. Wir können es außerdem hinlegen. Das ist halt so ein Tech-Bed. Keine Ahnung, was das genau bringt, das Tech-Bed. Ich habe irgendwas mal gelesen von, man kriegt da EP drin oder so, irgendwie so oder so ähnlich. Ja, und außerdem müsste der Sattel eigentlich auch ein Tech-Sattel sein. Ein Plattform-Sattel sein, denn man sieht es jetzt hier. Wir können tatsächlich hier ein Fundament drauf placen und können dann witzige Sachen machen, wie wir stellen hier mal ein Geschütz drauf und wir stellen hier mal einen Generator drauf. Den knallen wir auch noch hin. Und dann, wenn ihr das Ganze verkabelt, habt ihr quasi auch ein Geschütz oben drauf. Ist vielleicht auch ganz relevant, wenn man farmen gehen will und irgendwie Angst hat, dass man angegriffen wird oder keine Ahnung was. Aber das ist so das, was auf jeden Fall jeder Strider erstmal kann. Ach ja, und zusätzlich noch ganz wichtig, ihr habt hier nicht nur eure Ark-Daten, das sind 50 Slots, die ihr vollknallen könnt. Ihr habt hier auch euren Tribut und hier passen nochmal zusätzlich 100 Sachen rein. Und ja, die könnt ihr zwar nicht hochladen, also das heißt, ihr könnt nicht von verschiedenen Stridern darauf zugreifen, aber das ist nochmal ganz relevant, wenn ihr farmen gehen wollt, dass ihr schon mal so einen kleinen Speicher habt, denn hier drin wiegt das für den Strider nichts. So, es gibt insgesamt 4 verschiedene Köpfe und es gibt insgesamt 4 verschiedene Körper, nenne ich es einfach mal, ja. Wir fangen an mit den Köpfen und vor uns haben wir so einen, ja, Geweih-Strider quasi und das müsste der Silencer-Kopf sein. Denn wenn wir ihn jetzt reiten und mit der rechten Maustaste, also mit der Sekundärattacke für die Konsolenspieler, hier drauf drücken, seht ihr das? Ja, es kommt so ein, wie ein Ultraschall. Heißt das Superschall? Wie hieß es? Bei Pokémon, egal. Ein Zubat. Und das ist der Silencer. Was bedeutet das? Jetzt werden alle Rohrattacken, ja, also alles, wo gebrüllt wird, Duty oder auch Mammut, wird für 30 Sekunden lang, ja, deaktiviert. Und wichtig, es gibt eine 5-sekündige Abklingzeit, das heißt 30 Sekunden deaktiviert. Und nach weiteren 5 Sekunden könntet ihr das dann nochmal einsetzen, um dann wieder, ja, diesen Buff zu deaktivieren, ne? Und euch in, damit euch ein Duty oder ein Mammut nicht wegfieren kann. Wobei das Mammut ja nicht fiert, aber ihr wisst, was ich meine. Kopf Nummer 2. Schauen wir uns auch nochmal von vorne an. Das sieht im Prinzip aus, auch wieder wie ein Pokémon, ne? Es gibt so ein Pokémon mit riesigen Ohren. Und hiermit können wir Folgendes machen, beziehungsweise ist das der Radarkopf. Da gehen wir auch einmal ran. Wie gesagt, auch hier rechte Maustaste. Alles, was wir jetzt erstmal machen, ist rechte Maustaste. Und das ist eben der Radarkopf. Wir sehen jetzt hier links, ja, da kann ich sogar reingucken, aber das ist ja der Wahnsinn. Also wir sehen jetzt hier links eben erstmal die Abklingzeit, ja, wie lange uns das noch aufgedeckt bleibt. Und es werden eben alle Tiere, die jetzt vor uns sind, in einem gewissen Radius, das ist das Höchste, was es jetzt weg ist, hier 200 Meter, ich glaube 300 hatten wir auch schon mal, also werden aufgedeckt mit Leben und mit Level und auch die Distanz dazu. Und wenn wir uns jetzt darauf hinbewegen würden, würde die Distanz ja auch, ja, geringer werden oder auch nicht, wenn das Tier wegläuft, aber ihr seht es ja auch. Ist auf jeden Fall auch eine mega coole Sache, weil ihr damit alle lebenden Kreaturen scannen könnt. Und ich bin in der Zeile verrutscht. Das hier geht alle 30 Sekunden und hat eine 5-sekündige Abklingzeit. Der Silencer-Kopf geht schneller. Mein Fehler.
Aber ist ja kein Problem. Machen wir weiter mit dem nächsten Kopf. Das ist der Mining Drill Kopf, kann man es eigentlich nennen. Haben wir direkt vor uns stehen und wie der Name schon sagt, Mining Drill, ne, man kann damit eben sehr gut farmen gehen. Auch hier rechte Maustaste, wir gehen mal so ein Stückchen vor. Dann kommt so ein Strahl, er scannt die Umgebung und alles, was irgendwie da in der Nähe zum Farmen ist, ballert er erstmal weg. Was jetzt hierbei allerdings interessant ist, wenn wir uns wieder eingeparkt bekommen, ist folgendes. Man kann das Ding mit einer Dedicated oder mit einer Tech-Speichereinheit verbinden, ja. Auf Deutsch, wir knallen hier nochmal ein Fundament drauf. Ist jetzt nicht, natürlich macht man das nicht so, ne. Es geht jetzt hier nur um die Demonstration. Gut, ich kann es hier nicht hinstellen. Also, wir stellen mal eben ein Fundament hier unten hin und dann stellen wir mal unsere spezielle Tech-Box hier hin, unsere Tech-Speichereinheit. Und ich würde sagen, wir packen hier mal eben kurz was rein und zwar Holz. Die Tech-Speichereinheiten funktionieren so, da kannst du immer nur ein Item drin lagern. Das sehen wir jetzt auch hier. Und sehen wir auch draußen. Und das bekommen wir auch angezeigt, ne, mit 9 Holz eben. Und wir können jetzt den Strider hier, wenn wir in dieses Radialmenü gehen, Diddy Storage Item Transfer. Können wir raufgehen und dann können wir das hier mit der Box verbinden, die eben auf Holz gepolt ist. Und jetzt wird es eben interessant. Wir droppen einmal das ganze Inventar. Und wir gehen einmal hier Richtung, ja, Holz. Und ihr seht jetzt, ne, obwohl hier Steine sind, dass er die gar nicht mehr abfarmt. Das hat er vorher nämlich gemacht. Es wird jetzt nur noch das weggefarmt, was potenziell auch Holz enthalten kann. Oder enthält. Das wäre auch mit Stein genauso. Es würde dann nur noch Stein abgefarmt werden und mit Metall übrigens genauso. Und dafür ist es nämlich auch super gut gemacht. Und ihr seht jetzt auch, wir machen das nochmal kurz, dass es auch direkt immer wieder entfernt wird. Ja, also wir gehen hier rauf. Das Holz geht ins Inventar rein. Das Holz geht aus dem Inventar raus. Und das Holz geht dann nämlich hier unten rein. In die Box. Hier waren vorher 9 drin, jetzt haben wir 134. Wenn ihr euch das vorstellt mit Metall, ist das natürlich super praktisch, vor allem im Space-Biom, wo es einfach unglaublich viel Metall gibt. Und ihr farmt halt keinen anderen Kram mit, ne? Natürlich das Abfallprodukt, das wäre hier Stroh, das müsste man dann irgendwann droppen. Zack, peng. Das mal kurz zum Mining-Drill-Kopf. Ich habe auch mal das Arc-Wiki durchforstet, das heißt, die Dedicated Tech-Storage-Boxen scheinen keine Begrenzung in der Reichweite zu haben. Das heißt, egal wo eure Base steht, ihr könnt quasi damit über die ganze Map euren Stuff da reinwerfen. Er farmt dann aber, wie gesagt, nur noch das, wo halt dann potenziell diese Ressource drin ist, die ihr benötigt. So, wir kriegen ihn nicht besser eingeparkt. Das ist dann so. Machen wir weiter mit dem nächsten Kopf. Und zwar ist das der Pulse-Cannon-Kopf. Ja, sieht man ganz gut. Sind eben, ja, zwei Kanonen vorne dran. Sollte man ganz leicht erkennen können. Und wir gehen hier auch nochmal ran. Und können dann hier auch mit der rechten Maustaste schießen, ne? Und ballern dann quasi rum. Ich weiß nicht genau, wofür man das einsetzen soll, weil das macht exakt 7 Damage. Und es wird auch nicht stärker dadurch, wenn man, ja, Damage erhöht beim Strider, also auf Melee-Damage skillt. Dementsprechend, ja. Man kann halt eben hier so ein bisschen rumballern und vielleicht ein bisschen Schaden machen, aber eben auch nur ein bisschen. Machen wir weiter mit den unterschiedlichen Körpern. Und zwar haben wir hier einmal die Face Cannon, heißt sie. Also da haben wir unten am Körper so eine Kanone. Und auch die können wir dann abfeuern. Diesmal ist es C, das heißt, es wäre also die dritte Attacke für die Konsolenspieler. Müsst ihr mal gucken, welcher Knopf das bei euch ist. Wenn wir jetzt hier drauf drücken mit dem Fadenkreuz und wir visieren mal hier an auf dem Bronto. Drücken mal C, das lädt sich so ein bisschen auf und da, da fliegt das Kamehameha und zack, peng. Das soll jetzt um die 300 Schaden gemacht haben, also es ist ein Explosionsradius, der quasi stattfindet, hat jetzt 300 Schaden gemacht. Was weiter weg ist, kriegt eben nicht so viel Schaden und man soll auch, wenn man ein Fernrohr ausgerüstet hat, auch noch weiter entfernte Ziele treffen können. Wir sehen es, wir haben das Fadenkreuz hier immer noch und könnten jetzt nochmal einen Schuss absetzen. Der kommt geflogen, wir treffen den Bronto. Aber auf jeden Fall eine coole Sache, dass man das eben auch mit dem Fernrohr quasi dann verwenden kann. Den Strider lassen wir kurz stehen, machen weiter mit dem nächsten. Und zwar ist das der Resource Attractor Körper. Also im Prinzip sind es halt Taschen. Die sehen wir jetzt hier nochmal, die befinden sich eben seitlich am Strider. Erkennt man auch sehr gut. Das sind einfach riesige Taschen, wie bei einem Fahrrad oder so. Und hier ist es so, dass bei den meisten Ressourcen das Gewicht um 65% reduziert wird. Das heißt, also hier lagert nichts, ne? Da fällt man auch durch. Die sind halt eigentlich nicht existent.
im Gegensatz zu den anderen Sachen, die da sonst dran sind am Strider, aber ihr bekommt, wie gesagt, eine Reduzierung des Gewichts von 65%, was sich dann eben im Inventar auswirken wird. Ja, Beispiel, Holz liegt bei mir 6, im Strider wiegt das 2,1. Und das ist noch eine ganz interessante Geschichte, denn angeblich soll das mit dem Mining Drill verbunden werden können, diese Boxen. Wir schauen uns das mal kurz an. Ja, guck mal, dafür gehen wir mal rein, hier wieder ins Radialmenü. Und dann können wir hier enablen, dass wir Ressourcen von sich in der Nähe befindlichen Mining Drills collecten wollen. Wir sehen das jetzt hier mit dem Strahl, solange, wir testen mal das mal aus, was die Distanz dafür ist. Das ist eigentlich ganz interessant, weil solange diese lila Pünktchen da sind, können wir eigentlich noch farmen. Wir rennen mal ein Stück weiter. Die sind immer noch da, ne? Wir testen mal eben. Ist das jetzt in meinem Inventar? Ja. Da müssen wir uns in den... Müssen wir uns da drinnen befinden. Das ist jetzt interessant, weil dann ist die Distanz ja relativ klein. So, jetzt wären wir quasi da drinnen. Ja, das kann nicht sein, dass es so klein ist. Ja, okay. Wir müssen uns tatsächlich in diesen Bubbles befinden. Die gehen bis hier. Gut, dann muss man den Strider eben mitlaufen lassen quasi. Und könnte dann farmen. Seht ihr, jetzt geht eben alles rein. Ja, wird direkt entfernt. Ist also ähnlich wie mit der Box halt nur nicht so gut. Also eigentlich gar nicht mal so gut. Wobei, wenn man ihn als große Lagereinheit nimmt, dann ist das doch schon ziemlich strong. Man sieht's, die Ladung geht halt immer wieder runter, aber der Strider kommt da eigentlich gegen an, ne? Naja, aber alles, was ihr eben aufsammelt, dann mit dem Mining Drill in der Nähe, könnt ihr eben da rein scheppern lassen. Vielleicht überzeugt mich jemand in den Kommentaren, wie sinnvoll das ist. Ich bin jetzt gerade nicht überzeugt. Machen wir weiter, beziehungsweise machen wir hier einmal aus. Und schauen uns mal diesen Burschen hier an, mit diesen, ja, Stacheln quasi auf dem Körper. Und das ist folgende Fähigkeit. Das ist eines der beiden Schilde, die wir haben. Und das müsste der Shield Generator sein. Okay, auf den Strider kann ich gerade nicht mehr zugreifen. Irgendwie, ich kann ihn gerade nicht reiten. Ich weiß nicht, woran das liegt. Wir holen uns kurz mal 9. So, da haben wir doch einen. Genau wieder mit den Stacheln, die wir brauchen. Wir gehen einmal rauf. Jetzt geht's. Sehr gut. Also hier mit C, also ne, dritte Attacke, können wir quasi diese riesige Bubble machen. Unten läuft auch ein Schild ab quasi. Also da sehen wir jetzt 3000, ne, wo dieses Spike-Symbol ist. So lange hält dann eben das Schild. Und ja, also ich... Geschosse kommen da nicht durch, aber man kann halt mit Dinos durchlaufen und so weiter und so fort. Das ist, denke ich, auch ganz praktisch im PvP beispielsweise. Ich weiß nicht, wie praktisch der Strider generell im PvP ist, weil man ihn ja nicht kryonen kann, aber so würde es dann quasi ablaufen. So kann man eben ein Schild hier ja, erstellen mit diesen Stacheln. Und es gibt noch einen weiteren Körper, der ebenfalls ein Schild ja, erstellen kann. Das ist dieser hier mit den Ventilatoren an der Seite. Und... dafür auch wieder die dritte Attacke drücken. Jetzt ist interessant hierbei, je nachdem, wohin wir gucken, können wir das Schild eben bewegen. Dafür müsst ihr immer wieder einmal die dritte Taste drücken. Also bei mir ist es C. Bei den Konsolenspielern, wie gesagt, müsst ihr gucken, könnt das Ganze eben hier rotieren. Und wenn ihr zweimal auf die Attacke drückt, dann löst sich das Schild auch wieder auf. Also ihr müsst es nicht deaktivieren, um es verschieben zu können. Das ist ganz, ganz wichtig. Also ihr könnt das sogar hier... ne? Je nachdem, wo ihr hinschaut, sogar den Winkel anpassen. Das heißt, es sind hier nicht immer... Also ihr könnt das sogar hier ganz fein einstellen, was auf jeden Fall auch eine mega Sache ist. Ach so, und was noch wichtig zu diesem Schild ist, ist folgendes. Das soll in Verbindung mit dem Leben des Striders stehen, tatsächlich. Obwohl unten eine Zahl drin steht beim Schild, ne? 9996. Aber irgendwie soll das doch laut ArcWiki mit dem Leben in Verbindung stehen. Aber das ist auf jeden Fall das Schild. Da könnt ihr auch runtergehen. Da bleibt ihr weiterhin stehen. Ist auf jeden Fall, wie gesagt, eine sehr coole Sache. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao.